Ja, freundlich grüßt er der Herr Asimo, und was ist er? Natürlich kein Auto von Honda, sondern ein Roboter. Sagt mal, was habt ihr denn hier entdeckt? Den Südbahnhof. Den Südbahnhof, den gibt's ja gar nicht mehr. Oder? Nein. Was gibt's denn heute dort? Hauptbahnhof. Einsteigen in einen Zug, wie er früher mal ausgesehen hat, mit klassischen Holzbänken. Aber das ist ja nicht bequem, oder? Nein. Eher so. Geht ja auch bequemer. Einer hat keinen Platz gefunden. Zu Wasser und zu Land ist man früher auch wesentlich anders gereist als heute. So wurde früher Post in Betrieben verschickt, über die sogenannte Rohrpost. Ob der gute Mr. Zenuk recht gehabt hat mit seiner Vermutung? Hoppala, Konkurrenz für den Kameramann. Moderatoren-Trio. Besser als bei der echten ZIP. Herzlich willkommen beim ZIP nach 5. Heute in der Ukraine gab es einen Krieg. Oha, Drahteseln. Was stellt sich denn die 4B unter einem Silberpfeil vor? Eine U-Bahn. Klar, sind wir ja schon öfter gefahren, oder? Ja. Gibt es hier noch andere Silberpfeile? Nein. Also hier ist dieser weiße erste Mercedes Hauptbahnhof, als dieses Rennen dann begonnen hat. Das ist, glaube ich, von 1900 irgendetwas. 1941. Ja, 1941. Ja, und noch viel früher sahen die Autos so aus und waren natürlich auch entsprechend langsamer. Trari, trara, die Feuerwehr ist da. Allerdings früher war das bei Weitem nicht so einfach wie heute. Tja, und diesen Herrn haben unsere 4B-Kinder als 3B-persönlich kennengelernt. Wer ist denn das? Franz Fieberg. Und was hat er gemacht? Der war im Weltall. So, und jetzt geht's mal in den dunklen Tunnel hinein. Und ab geht's. Musik.